wir rücken mal. Nein, 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 wir rücken mal ab. Wir rücken mal ab. Gucken, ob sie uns folgt. Nö. Aber dafür können wir ja hier ein paar Einheiten holen. Schade, ich dachte, sie folgt uns. Nimm deine Position ein, Bruder. Scout-Trupp bereit für Befehle. Ziel bestätigt. Noch mehr. Tötet sie alle. Vernichtet die Space Marines. Metzelt sie nieder, wo sie stehen. Schalala. Das wird so ein langer Kampf, wenn ich das so mache. Los, flieht. Spawnt jetzt auch hier? Erledigt. Weiter. Ne, die spawnt da unten. Mist. Es wäre so nice gewesen, wenn die da unten nicht spawnen würden, sondern da oben. Aber das haben die natürlich schon. Ziel bestätigt. Aufmerksamkeit der Xenos. Da haben sie schon richtig gut überlegt. Hütet euch vor der Hexerei. Bleibt auf Distanz. Niemand kann die Runenprophetin verletzen, solange wir leben. Genau, fliehen. Fliehen, 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 fliehen. Dann kommen die alle nach. Der Feind zerstört ein wichtiges Gebäude. Unser Sturmtrupp erleidet Verluste. Ah, die kommen gleich wieder. WTF. Jetzt bist du ein Devastor, Bruder. In Position, Aspirant. Diese Eldare niemals! Feuer erwidern, Brüder! Scout-Trupp bereit für Befehle. Die Eldar greifen uns an! Können wir sie hier irgendwie hochlocken? Einer unserer Aspiranten ist gefallen. Jetzt bist du ein Devastor, Bruder. Die Eldar feuern auf uns! In Position, Aspirant. Sie greifen von hinten an! Nee, sie geht wieder zurück. Okay. Okay. Wehe, das Leben hat sich jetzt resettet, weil wir sind ja voll aus dem Range gegangen. Cyrus hier, unter Beschuss. Sie sind wieder, Bruder! Wir werden uns unter deinesgleichen als Rache betrachten. Haltet euch bereit, Brüder. Position wird neu eingenommen. Geh mal da wieder hinten hin, hol mal wieder neue Einheiten.
Ich verstehe es nicht, warum die jetzt in das Gebäude gehen. Wir erleiden schwere Verluste. In Position, Aspirantes. Fliehen. Feuer erwidern, Brüder. Aus dem Weg! Ich bin mit den Runen von Unternasch gerüstet. Hä? Wieso habe ich jetzt wieder... What the fuck? Ihr Schild ist unten. Schlag zu, bevor er wieder aufgeladen ist. Verdammte Xenos! Es gibt nur Krieg. Elder! Annähern und angreifen! Bist du ein Devastator? Habitus. Ja, was hab ich denn jetzt gemacht? Der Feind greift aus der Ferne an. Gefahr! Wir müssen die Stellung wechseln! Kommt schon, Aliens! Zeigt mir euren Zorn! Noch mehr! Tötet sie alle! Nachem verhindern uns daran! Verdammt! Wir brauchen Unterstützung! Verstanden! Durchhalten! Der Feind hat uns in einen Nahkampf verwickelt! Sergeant Tarkus und Terminatorentrupp melden sich zur Stelle, Kommandant. Oh! Nein! Ich halte zu meinen Brüdern, Eldar. Hinterhalt der Eldar! Terminatorenrüstungen. Wo sind die hergekommen? Das waren die Hauptstücke in Vandis Sammlung. Jetzt machen wir diese Xenos kalt. Super, ich würde gerne noch mal... Einer unserer Aspiranten ist gefallen. Ah, Cyrus! Zum Angriff! Nimm deine Position ein, Bruder! Der Feind verwehrt uns in durch Nahkampf gebunden! Habitus wird angegriffen! Erledigt! Mann! Wie assi! Der Feind zerstört ein wichtiges Gebäude. Taktischer Trupp. Feuer erwidern. Cyrus meldet sich zurück. Die Eldar greifen uns an. Ich verstehe nicht, was sie gegen Cyrus hat. Warp-Kräfte! Deckung nutzen, Brüder! Aus dem Weg! Habitus wird la la la. Space Marines auf dem Feld. Und immer stirbt Cyrus, ne? Ist halt der Sniper, aber... Werden angegriffen.
Oh, geht da bitte sofort raus. Raus, habe ich gedacht. Raus. Das machen die natürlich nicht. Ich habe da extra rausgeklickt, ne? Die bleiben da irgendwo drin hängen. Finde ich auch wieder richtig klasse. Oh, da ist schon wieder einer. Hallo! Fliehen! Mein Lieber. Rückzug! Nimm deine Position ein, Bruder. Ist der Button auch. Es ist halt einfach ein bisschen komisch, muss ich sagen, ja. Ja, muss ich aus zum Ausdruck bringen. Raus da! Jetzt alle, sofort! Diesmal funktioniert's. So, was kriege ich da wieder hin? Komm, gut. Tarkus bereit. Gefahr! Wir müssen die Stellung wechseln. Hast du einen Moment? Da kann ich jetzt seine Einheiten holen. Genau, seine geilen Einheiten. Bockhöfte, dann geht man hier so lang. Komm, die machen wir jetzt fertig. Primitiven kommt. Ich frage mich, ob der bluthändige Gott euch im Gegenzug etwas lehren wird. Warum, Hexe? Warum sollen diese Welten ins Verderben gestürzt werden? Ihr habt euch niemals gefragt, welches Ziel die Schwarmflotte als nächstes hatte. Wenn wir sie hier nicht aufgehalten hätten, hätte sie sich als nächstes vom Eldar ernährt. Sicherlich könnt selbst ihr erkennen, dass drei Menschenwelten ein fairer Preis sind, wenn man ein Weltenschiff retten will. Spar dir deine Entschuldigungen, Hexe. Die Engelsschmiede ist gesichert und dein Leben findet ein Ende. Supi! Niemand kann den Kreuzzug der Rechtschaffenden aufhalten. Ihn so erfolgreich.